Hallo und herzlich willkommen zu Trash Game TV. Das ist ja nichts anderes mehr heutzutage, wenn man jeden Tag neue Spiele hier auf Steam testet, dann sind die meisten nicht so gut, aber es gibt ein paar Perlen, gell? Oh yes. Also richtig schöne Perlen, gell? Die ja, man dann schätzt. Positive Überraschungen. Die man dann wirklich schätzt, gell? Mhm. Die Perlen dann. Ja. Also 11. August ist das Spiel rausgekommen. Das ist ein Rollenspiel, Abenteuer JRPG, Gelegenheitsspiel, okay? Das ist free to play. Wir springen mal rein und gucken mal, ob wir hier viel Geld ausgeben müssen oder ob wir das normal zocken können. Ja, schaut ordentlich aus, oder? Vom Design und alles. Also lassen wir uns überraschen. Ich erwarte jetzt schon ein bisschen was. Also jetzt wirklich. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder irgendwas kompletter Trash. Hoffe ich auch. Es sieht viel hochwertiger aus. So wie dieses eine, was wir vorhin gespielt haben. Ja, lassen wir uns überraschen, oder? Ja. Wir brauchen mal eine positive Überraschung endlich mal. Wir müssen die Perlen aussortieren. Ja, und am Wochenende macht man dann Videos mit den besten Perlen, die man nicht verpassen sollte, oder? Ja. Und den trashigsten Games ever. Okay, gucken wir mal rein. Auch Fenster. Also das ist schon mal nice, wie das hier lädt, so Windows 98 mäßig. Erinnert mich an Windows 98 wirklich. Ja, mich auch. Homo Heul, das gefällt mir. Sehr modern. Ja. Gefällt mir. Also wie das hier im Hintergrund abläuft. Keine Rückmeldung. Perfekt. So braucht man das. So muss das laufen. Trash TV, so wie er sein sollte. Einfach nach Hause kommen, von der Arbeit und dann verrückten Leuten zuhören, wie sie trashige Games zocken. Yes, Sir. Wir leben das Leben, das du nicht lebst. Für dich. Oh yeah. Oh yes. Und du bist mittendrin. Du darfst in dem Trash TV live dabei sein. Trash TV. Okay. Okay, es könnte nicht überprüft werden, ob die ausführbare Datei gültig ist. Aha, dankeschön, vielen Dank. Probieren wir nochmal. So läuft das heute doch. Es konnte nicht überprüft werden. Das ist wohl der Trash des Tages, Alter. So, jetzt 12, 16, je nachdem, wo du lebst, wo du klebst. Und stehst. Wo du stehst. Da konnte nicht bestätigt werden, leider. Sorry, tut mir leid. Also tschüss und probier's nochmal. Irgendwann mal in 2 Wochen. Dann geht's vielleicht. Spielzeit 2 Minuten. Passt. Das können wir schon machen. Aber wir sind hartnäckig. Noromol. Wir sind hartnäckig. Let's go. Wahrscheinlich ist irgendwas mit dem Server. Mhm. Wir probieren dann einfach mal in einer Woche nochmal. Nee, jeden Tag. Every day werden wir für dich versuchen, hier durchzukommen und dieses Spiel auszutesten, damit du weißt, ob es gut ist oder nicht. Wir bleiben am Ball dran. Ja, Mann. Number one global game security Solution. Weißt du, das sind solche Security Solutions, dass du nicht mal ins Spiel reinkommst. Ja, selbst die Spieler halten sich vom Spielen ab. Das ist extra so ein, man schenkt dir das kostenlos und dann hat man noch Kopierschutz drin. Homohol, leider. Okay, perfekt. Also wir probieren es morgen Noromol. Wir haben jetzt einen Tag gewartet. Probieren wir mal reinzukommen. Oh yes. Schauen wir mal, ob ich da reinkomme. In das kleine Loch. Ob das Spiel uns reinlässt. Ja, schauen wir mal. Oder ob sie Widerstand leistet. Okay, Anmeldeinformationen werden abgerufen. Alter. 43 Informationen müssen wir mal abwarten. Wir haben ja Zeit, oder? Ja, Amazon siehst du. Produkt Version 6.1.1. Oh yes, wir sind drin. Oh yes. Siehst du, man muss einfach dranbleiben. Okay, Start. Man darf nicht aufgeben. Gestern haben wir mehrere Male probiert, sind wir nicht ins Spiel reingekommen. Heute sind wir drin. Einfach dranbleiben. Dann wird das Spiel gefügiger. Ja, das Spiel wird dann nachgeben. Ja. Was nicht passt, wird passend gemacht von uns. Okay, jetzt bin ich mal gesprungen. Ich auch. Alter. Ja. Okay. Also, Controller geht nicht. Oskara! Oskara! Dieses kleine Viech sieht aus wie Glurak in seiner Shiny-Version. Aha. Okay. Schaut. Was willst du? Ja, und? Alter, wie das aussieht. Kann man das eigentlich überspringen? Ja. Ah, hier. Also, wir überspringen mal. Keine Zeit hier für den Kindergarten. Wir müssen fighten. Wir müssen mehr vom Game. Wir fights, los. Wie geht es oben Tolles? Also ich würde sagen, schon eine gute Story. Also zieht voll rein, ist lustig, coole Geräusche, Vertonung. Ja. Japanisch kannst lernen oder was auch immer das ist. Benutzer im vollen. Ja. Bestätigen. Was ist der Name? Bestätigen. Ah, okay. Schmogger heißt unser Schiefler. Schmuck. Ah, man geht nicht. Man geht nicht weiter, okay. Passt. Nice. Bestätigen. Was? Achso, verbrochen. Darf man nicht. KKK. Eieieiei. Okay, da werden uns da auch noch hier Vorschriften gemacht. Ja.
Darf man sich keinem. Da willst du ein Spiel spielen, gell? Willst du mal ein bisschen eintauchen, ja, machen, was du willst. Aber und dann sowas. Ja, ja. Ich dachte, so, jetzt kommen wieder Anmeldeinformationen, dann fliegen wir raus. Alter, das wär's jetzt. Lade-Lokaldaten. Lade. Also ist es mit normalen, mit echten Gegnern oder was? Ich glaube ja. Mm, sehr also gut. Können wir ein paar Leute fertig machen. Oh yes. Sieht auf jeden Fall hochwertig aus, das Game. Was ist es? Das Game sieht hochwertig aus. Hä, wieder von vorne oder was? Irgendwie. Echt? Ah, nee. Ah. Ja, es schaut hochwertig aus. Warte, ehe du das Luftschiff herausforderst. Okay, auf Deutsch sogar. Interessant. Cool. Ich habe noch nie zuvor ein Luftschiff herausgefordert. Du wirst während des Abenteuers mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Okay, du tippe hier. Geht, ich muss mal im Menü wahrscheinlich. Mhm. Tippe hier. So, wir tippen hier. Season 6. Okay. So, jetzt hängt das Spiel. Mhm. Ich habe drei verschiedene Anleitungen erstellt, welche die Herausforderungen beschreiben, denen wir uns von nun an gegenüberstehen werden. Es gibt erstens verschiedene Inhaltsleitfaden, die beim Spielen der Hauptstory aufgerufen werden können. Und des Weiteren gibt es einen Story-Leitfaden, der all deine Aktivitäten in ihm umfasst. Okay, alles klar. Abkürzung. Schließe den Prolog ab Folge 12. Okay. Nichts verstehen. Inklusive Rekrutierungsauswahl. Okay. Verstehe nur Bahnhof. Mhm. Welt. Schließe den Prolog ab. Ah. Können wir dahin? Ich habe keinen Bock, Prolog zu machen. Der hängt voll. Mhm. Das ist nicht so schön hier. Keine Rückmeldung. Hallo. Okay, easy. Hier ist irgendein Schmuck unterwegs. Storden wir mal einfach, okay. Also storden wir mal. Was ist das denn? Story im Gange, okay. Die Geräusche waren voll süß. Ist das echte, echte Spiele oder was ist das? Ladeschlacht. Also wenn das so oft hängt, vermute ich mal echt, dass es echte Spiele sind. Ja. Also ich vermute auch. Also wir sind am Luftschiff und müssen was machen. Der Vizegraf Häkin. Okay. Hallo. Das ist ein rundbasierendes. Mhm. Alter, wie das leckt. Okay, es hängt ja voll dran. Mhm. Ich weiß nicht, also ich finde, wie man so reingeht, also die Story fängt gut an. Und danach, wenn man so in die Missionen geht, ist echt komisch. Ja. Boah, so verstehe jetzt nicht, warum, was ja, wir hier machen. Und voll irreführend. Ja, so irgendwie. Im Vergleich zu anderen rundenbasierenden Spielen ist das ja, komisch. Komisch. Ah, hier haben wir nochmal zwei Fähigkeiten. Ui, guck mal da. Nice. Der dreht sich hier wie Chun-Li. Level up. Oh, wir hatten noch andere Charaktere, komischerweise. Okay. Nächste Story. Okay, bestätigen. Und jetzt? Überspringen. Also da gibt's immer eine Story, oder was? Geile Hose, so eine kaufe ich mir auch. Voll sexy. Auch die Hüfte, die der hat. Okay, wir können wieder überspringen. Also hier ist anscheinend sehr viel Story. Mhm. Interessant. Alter. Okay. Was sagst du bis jetzt? Ich finde es irgendwie chaotisch, ja. So voll so, kein Bock, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Irgendwie. Man will gar nicht lesen, gell, ja, und nicht gucken. So. Das ja, ist so alles irgendwie zusammengeklatscht. Ja, und es wirkt so komplett unfertig, weil es ständig lägt. Ja. Und ja, dann das Fenstermodus. Okay, machen wir mal Special. Und hier wird nichts erklärt auch. Ja, ich habe den Prolog übersprungen. Ah. Okay, das war jetzt... Alter. Hängt halt ordentlich. Ja. Schildikus. Na, jetzt wird Hammerchick. Oh, Jesus. Voll easy auch am Anfang. Mhm. Alter, was ist das?
so ist nicht schlecht, so vom Charakterdesign, also... Ja. Aber ich hole sie nicht. Wo ist sie nicht? Also irgendwas fehlt so. Mhm. Irgendwas fehlt. Wenn wir das mit diesem anderen da vergleichen, wo wir gespielt haben, dieses rundenbasierte da. Das war viel besser. Ja. Ja, ich würde mal sagen, das reicht für die Anzug-Session. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Also ich finde es jetzt nicht so heul. Mich auch nicht. Und ja, abonniere den Kanal. Wir sehen uns in weiteren Videos. Tschüss.